geht. Ich vermisse mein Auto. Ich vermisse mein Auto, Victor. Schau, Leute, ich glaube in den letzten zwei Wochen bestimmt 4 oder 5 verschiedene TTRs gefahren, weil dort mein Auto irgendwo in der Werkstatt ist. Ich komme eigentlich gar nicht dazu, meine zu fahren, weil der die ganze Zeit irgendwie von einem Ort zum anderen kommt. Und aktuell fahre ich den hier. Taugt mir ja gar nicht, muss ich sagen. Ne? Cabriolet bei TT, so sehr ich ihn liebe, das gefällt mir wirklich gar nicht. Aber es tut eigentlich auch gerade gar nichts zur Sache. Ich weiß gar nicht, warum wir hier draußen stehen. Lass uns mal reingehen, es ist ein bisschen kalt. Es ist auch schon ziemlich spät, wie ihr sehen könnt. Es ist schon fast dunkel. Kommen wir da noch rein? Ja. An allen anderen Türen geht das. Wie ihr sehen könnt, es ist schon relativ spät. Normalerweise machen wir um die Uhrzeit keine Videos mehr. Aber die letzten, ich würde mal sagen, 1,5 Wochen waren ultra, ultra stressig, denn es steht der Genfer Autosalon an. Und der Victor und ich, wir waren damit beschäftigt, die neuen Modelle, die wir haben, zu fotografieren und dafür zu sorgen, dass alles passt, damit es, dass es gut ausschaut. Also natürlich hat Victor sie fotografiert, ich habe den Blitz gehalten. Ich hatte den Blitzpraktikum. Ne? So. War okay, oder? Ja, super. Hast du super gemacht. Habe ich super gemacht, habe ich sogar eine Urkunde bekommen. Und deswegen war es auch ein bisschen schwer, viel mit Videos zu machen. Deswegen heute ein etwas kürzeres Video. Es geht eigentlich nur darum, dass ich euch schon mal sagen will, was nächste Woche ansteht und euch auch schon mal ein bisschen darauf heiß machen. Denn wir fahren nächste Woche nach Genf zum Autosalon, beziehungsweise, sag mal, jetzt, wo das Video rauskommt, sind wir ja schon in Genf und drehen gerade. Das sind nämlich die Pressetage und wir haben dieses Jahr wirklich, ich glaube, den besten Auftritt, den wir dort jemals hatten. Wir haben 4 Neuheiten, die wir da präsentieren und ich wollte euch sie heute einfach mal schon mal zeigen. Ne? Sollen wir gehen? Sind wir bereit? Komm. Wir haben nämlich heute hier Händlertagung gehabt bei uns im Haus. Das heißt, wir haben Händler aus aller Welt eingeladen, die sind gekommen und die durften heute mal als allererstes live unsere neuen Modelle begutachten. Ich werde heute nicht so ins Detail gehen. Das machen wir in Genf, dort haben wir Zeit, dort zeige ich es euch, dort werden wir über die Autos sprechen, ein bisschen zeigen. Ich will es euch heute nur mal grob zeigen und erwähnen. Wir haben einen ganz neuen RS6 Plus. Komplett Carbon Body Kit, neue Felgen, ein überkrasser Renner, auch in dem Rot, ganz ehrlich, RS6, mega, mega nice. So, wir switchen einmal, Victor. So, SQ7, ebenfalls in Genf. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht der größte Q7-Fan der Welt, aber auch das finde ich auch gerade die Farbkombo sehr, sehr schick, kann was. Jetzt kommen wir zu meinen zwei Highlights. Ne, RS6 und SQ7 ist ja alles schon gut. Ich weiß, viele lieben den RS6, aber ich liebe das, was jetzt kommt, nämlich R8 und TT. Und der R8, ich schwöre es euch, mega. Das ist er. Hier steht er. Über krasser R8. Ich schwöre es euch, das Fahrzeug. Angefangen bei der Lackierung. Ich finde die Farbe der Hammer. Ich finde einfach alles Hammer an diesem Auto und auch den Sound. Den zeige ich euch heute nicht, den kann ich euch in Genf auch nicht zeigen, weil da dürfen wir natürlich das Auto nicht anmachen. Komm, aber den kannst du jetzt hier mal kurz anstarten. Nee, das, ach, ich will das aber trotzdem nicht hören. Du hast doch schon gehört. Ja, aber ich will nochmal, ne? Ich will nicht die Leute. Ja, du bist süchtig, ja? Ich bin vorsichtig. Ja. Ich schwör's euch eins, der Sound ist Oberburner. Oberburner und natürlich kriegt ihr den auch noch. Also soll ja auch ein bisschen heiß machen, oder? Ja. So. Auf jeden Fall, ich schwör's euch, Ein absolut obergeiler Wagen. Und dann kommen wir zu guter Letzt zum TTRSR. Den habt ihr ja schon mitbekommen, dass er kommt, denn ihr habt ja mein Interieur schon gesehen und festgestellt, dass da die Logos sind. Jetzt habt ihr auch ein Bild zu dem, was an meinem TT noch kommt. Wir haben da, wie ich finde, einen super gelungenen Bausatz gemacht und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn all das, was ihr hier vorfindet, auch an mein Auto kommt. Also das wird wirklich super nice. Auch die neue Felge. Oh, zeigen wir mal kurz. Bei der neuen Felge ist es nämlich so, ihr wisst ja vielleicht noch, könnt ihr euch noch an das Problem erinnern, das ich hatte, als ich die Felge auf meinem TT draufgepackt habe. Da war ja das Problem, dass die 20 Zoller alle nicht gepasst haben wegen der Bremse. Jetzt haben wir ein neues Felgenmodell, unsere GR-Felge. Und da haben wir auch ein spezielles Modell für TTRS und für RS3 mit großer Bremse. Das heißt, jetzt
passt eine 20 Zoll Felge und deswegen werde ich dann auch switchen in relativ naher Zeit. So, das war jetzt also mal ein erster Überblick von den vier Fahrzeugen, die ihr in Genf zu sehen bekommt. Für alle von euch, die in Genf vorbeischauen wollen, wir sind in Halle 1, Stand 1244. Kommt gerne vorbei, all diese Autos sind da, mein Formel-E-Auto wird auch noch da sein. Wie gesagt, ich bin leider nur an den zwei Pressetagen vor Ort, aber vielleicht sehen wir uns ja da, würde mich freuen. Und jetzt zum Abschluss kriegt ihr noch einen schönen Zusammenschnitt von all den Autos, die ihr hier gesehen habt. Nur mal einen kleinen Teaser, in Genf, wenn wir uns dann wiedersehen, dort zeigen wir euch alles, was da los ist, die geilen Modelle, alles Nennenswerte werden wir für euch einfangen. Natürlich auch noch mehr auf unsere Modelle eingehen. Und dann war es das jetzt für heute, denn es ist dunkel und wir gehen ins Bett. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.